Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Ulrike, es könnte sein, dass das Jahr 2020 als das Jahr der Ulrike Dresner in die Literaturgeschichte eingehen wird. Und zwar nicht nur aus dem Grund, dass sie, nachdem sie Ende 2019 bereits den Gertrud-Kolmar-Preis und Anfang dieses Jahres den Preis der Literatur Nord erhalten hat, hier und heute mit dem Ida-Demel-Literaturpreis der GEDOK ausgezeichnet wird, dem in Kürze außerdem noch der Deutsche Preis für Nature Writing folgen wird. Das ist bemerkenswert genug, auch wenn Ulrike Dresner im Laufe der Jahre schon mit vielen Preisen ausgezeichnet wurde. Der eigentliche Grund, warum das Jahr 2020 als Dresner Jahr in die Literaturgeschichte eingehen könnte und warum man ihr all die Preise ja überhaupt erst zugesprochen hat, ist aber ihr Werk. Denn in diesem Jahr hat sie eine solche Fülle an Texten verschiedenster Gattungen veröffentlicht und fertiggestellt und weiter vorangetrieben, dass einem fast schwindlig wird angesichts dieser beeindruckenden Produktivität, die ohne Professionalität und Disziplin nicht möglich wäre, aber auch nicht ohne ein Quäntchen Wahnsinn, ohne den sprichwörtlichen Furor Poeticus. Ich muss gestehen, dass ich, als vor 3 Jahren klar wurde, dass Ulrike Dresner den Ruf auf die Professur für deutsche Literatur am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig erhalten würde, mich bei aller Freude besorgt fragte, ob dieses Amt ihr genug Zeit lassen würde, sich ihrem eigenen Werk weiter in der gewohnten Intensität widmen zu können. Sie wäre nicht die erste Autorin gewesen, deren eigene Kreativität unter der Aufgabe, Wissen an die nächsten Generationen weitergeben zu müssen, gelitten hätte oder gar zum Erliegen gekommen wäre. Doch sehr bald hat sich zu meiner großen Erleichterung herausgestellt, dass das im Fall Ulrike Dresners nicht so war. Im Gegenteil, das Amt, so scheint es, hat weitere Kräfte in ihr freigesetzt. Anders ist die Fülle an Texten nicht zu erklären, aus der ich jetzt 3 ganz verschiedenartige herausgreifen werde, die ich für besonders bemerkenswert halte und die mich alle, jeder auf seine Weise, bewegt und begeistert, nein, das ist zu schwach, elektrisiert haben. Ich gehe zuerst auf einen Artikel ein, den Ulrike Dresner im Juli für die Zeit geschrieben hat. Im Kampf um die Heutigkeiten ist er, einen signifikanten Neologismus einführend, überschrieben und in ihm bezieht Ulrike Dresner Stellung in der Rassismusdebatte dieser Tage, indem sie von den einschlägigen Erfahrungen berichtet, die sie als Mutter einer, wie es in Anspielung auf Jane Elliots Blue-Eyed Workshops heißt, nicht grünäugigen Tochter gemacht hat und die sie nun mit großer Sensibilität deutet. Dabei gelingen ihr beklemmende Schilderungen von Alltagsrassismus in Berlin und anderswo. Vor allem aber gelingt es ihr, Aspekte des Themas auf den Punkt zu bringen, die ansonsten oft unausgesprochen bleiben, weil das Sprechen über Rassismus von so vielen Fallen umstellt ist und auch weil das politisch korrekte Sprechen darüber zwar ein notwendiger erster Schritt ist, die Probleme aber nicht löst. Und am Ende des Artikels gelangt Ulrike Dresner als Antwort auf die notorische Frage, wo kommst du eigentlich her, zu nichts weniger als einer doppelten Definition von Zuhause. Die eine, gedachte, lautet, Zuhause ist das Gefühl, erzählen zu dürfen, aber nicht erzählen zu müssen. Die andere, ausgesprochene, als Appell zu verstehende, lautet, Zuhause ist das Gefühl, erzählen zu dürfen, verbunden mit dem Recht, sich einzumischen. Sollte es demnächst einen Reader zu der Rassismusdebatte geben, ich wäre dafür, dass dieser Artikel darin aufgenommen wird, und zwar an vorderer Stelle. Wie deutlich wurde, ist der Artikel auch ein Mutter-Tochter-Text. Und er ist nicht der erste in Ulrike Dresners Werk. Eines ihrer in meinen Augen schönsten Bücher, das wunderbare 2015 im Mare Verlag erschienene und keiner Gattung eindeutig zuzuordnende Mein Hiddensee ist sogar dem, wie es dort heißt,
Inselkind, gewidmet. Und auch in Gedichten kommt die Tochter vor, zum Beispiel in Paprika, Mamrika, das von der Gewinnung des Buchstabens R und damit einem großen Fortschritt im kindlichen Spracherwerb ausgeht und diesen zum Anlass nimmt für eine prägnante poetisch-linguistische Studie, die aber eben auch ein Beitrag zum Thema Mutter-Tochter ist. Denn die Mutter hat sich anstecken lassen von ihrer Tochter, woraus dann das Gedicht mit seinen übermütig spielerischen Reimen und Konsonantenverdrehungen hervorgegangen ist. Zitat: Wir lachten, liefen, riefen, Ros, Fahrradkringer kaufen zur Beronung, wehrte sie statt rosa Ririfee eine braune. Bei diesen Texten fällt auf, wie vorsichtig, wie zärtlich Ulrike Dresner mit ihrem Kind umgeht. Sie belädt es nicht mit Text, nimmt ihm seinen Freiraum nicht. Wenn es um Mutter-Tochter-Beziehungen geht, wird man im Werk Ulrike Dresners aber auch in anderer Richtung fündig. Hier geht es weniger zärtlich zu. Zum Beispiel gibt es ein umfangreiches Gedicht von ihr, das ich nicht anders denn als ein Seitenstück zu Kafkas Brief an den Vater lesen kann. Sub mer détaché heißt dieses Gedicht an die Mutter, beziehungsweise eben an die losgebundene oder abgehängte Mutter, und man schaudert, wenn man es liest. Denn es ist eine problematische Mutter-Tochter-Beziehung, die hier behandelt wird, und dies in einer Sprache, deren große, gefährdete Schönheit aus einer Mischung von Schmerz, Verletzung, Zorn und, so zumindest lese ich das, Liebe hervorgeht. Ich zitiere den Beginn. Ich löffele an meiner Mutter und wenig am Morgen jeden Morgen aus. In diesem Gedicht, das sich über mehr als 20 Seiten erstreckt und sich dadurch geradezu zu einem kleinen Versepos auswächst, wird das Verhältnis zur Mutter durchleuchtet, schonungslos, auch sich selbst gegenüber, in immer neuen Bildern, die unter die Haut und ins Herz gehen. Eine Formulierung daraus kann ich nicht vergessen. Sie verfolgt mich geradezu, seitdem ich sie zuerst las, denn sie bringt das ganze Unglück dieser Beziehung sprachlich auf den schmerzhaften Punkt und bewahrt sich gerade darin ihre Souveränität. Bis sie mich gebar oder ich ihr gebrach. Bei diesem Text gehe ich noch weiter als bei dem Zeitartikel. Ich plädiere dafür, ihn neben Kafkas Brief an den Vater in die Schulbücher aufzunehmen, als klassisch zu nennende literarische Auseinandersetzung mit einer der grundlegenden Beziehungen im Leben. Der zweite Text aus dem Dresdner Jahr 2020, auf den ich hier eingehen möchte, ist völlig anderer Art. Er liegt gewissermaßen am entgegengesetzten Ende des Gattungsspektrums. Die Rede ist von Ulrike Dresdners neuem Roman Schwitters, der am 24. August erschienen ist und den ich, das will ich an dieser Stelle in aller Deutlichkeit sagen, für ein Meisterwerk halte, für nichts weniger als einen großen Wurf. Das heißt aber auch, dass es nicht leicht ist, ihn angemessen zu charakterisieren. Wie jedes Meisterwerk ist Schwitters ein Solitär. Man muss die Kategorien erst entwickeln, mit denen man über ihn sprechen kann. Einen Hinweis gibt Ulrike Dresdner selbst, indem sie in ihrem Nachwort auf drei Romane verweist, die besonders wichtig für sie waren. Goethes Wahlverwandtschaften, Virginia Woolf's Mrs. Dalloway und Ulysses von James Joyce. Drei sehr verschiedenartige Klassiker des modernen Romans also. In welcher Hinsicht aber spielen sie eine Rolle für Schwitters? Es scheint, dass die analytisch kammerspielartige Darstellung einer kleineren Konstellation von Figuren in den Wahlverwandtschaften, dass die psychologisch differenzierte, neueste Formen der Bewusstseinsdarstellung nutzende Erzählweise von Mrs. Dalloway und die kompositorische Kühnheit von Ulysses Einfluss hatten auf Schwitters. Vielleicht könnte man darüber hinaus aber auch sagen, dass Schwitters und diese drei Romanklassiker dadurch miteinander verbunden sind, dass es sich bei ihnen allen um experimentelle Formen des, mit einem neueren Begriff aus der englischsprachigen Literaturtheorie, der für Ulrike Dresdner wichtig ist, Life Writing handelt, denen jeweils unterschiedliche Versuchsanordnungen zugrunde liegen. Wie erzählt man die schicksalhaft miteinander verbundenen Leben zweier Frauen und zweier Männer auf einem Landsitz
im Deutschland der napoleonischen Kriege, Wahlverwandtschaften. Wie erzählt man das Denken und Fühlen einer Frau an einem Mittwoch im Juni des Jahres 1923 in London, Mrs. Dalloway? Wie erzählt man das Leben eines jüdischen Anzeigenakquisiteurs in Dublin ebenfalls an einem einzigen Tag, nämlich dem 16. Juni 1904, Ulysses? Und schließlich, wie erzählt man das sich an wechselnden Orten, immer aber in prekären Verhältnissen abspielende Leben des bedeutenden Autors und Künstlers Kurt Schwitters in den 12 Jahren zwischen 1936 und 1948, in der Zeit seines zuerst norwegischen und dann nach einer abenteuerlichen Flucht nach Schottland, englischen Exils, ein Leben unter vielfach erschwerten Bedingungen also? Oder anders gefragt, wie erzählt man von Prinz Lackart, auf Deutsch Prinz ohne Kunst, wie Ulrike Dresner, die Hauptfigur ihres Romans, anspielend auf den einstigen König von England, John Lackland, Johann Ohneland, nennt? Die Antwort, die Ulrike Dresner auf diese Fragen gibt, steht auf den gut 500 Seiten des Romans und ich kann sie hier nur unzureichend zusammenfassen. Ich gehe dabei von dem Umschlag des Romans aus, der ein besonderer Umschlag ist, in den offenbar viel Mühe und Zeit investiert wurden. Man kann ihn auseinanderfalten wie einen Stadtplan und wenn man das tut, findet man einander gegenübergestellt zwei Chroniken von Schwitters Leben, in deren einer die positiven und in deren anderer die negativen Seiten dieses Lebens hervorgehoben werden. Stichpunktartig angelegt sind sie beide. Man fühlt sich an ein barockes Kippbild erinnert, das, je nachdem von welcher Seite man es ansieht, ein gegensätzliches Bild zeigt. Der Roman selbst aber geht anders vor. Er ist weder nur positiv noch nur negativ, weder ausschließlich hell noch ausschließlich dunkel. Stattdessen betont er die Übergänge und Zusammenhänge zwischen beiden Seiten. Und er tut dies natürlich gerade nicht in stichpunktartiger Form, sondern im Gegenteil, indem er sich Zeit nimmt für die jeweiligen Situationen, sie feinsinnig und virtuos auserzählt. Er schlägt also gleichsam einen dritten Weg ein. Ich möchte ihn den Weg der literarischen Differenzierung nennen. Es gibt eine Stelle im Roman, an der, so meine ich, dieser Weg in symbolischer Form beschrieben wird. Es geht dort um ein Gefäß, ein bauchiges, doppelt geblasenes Glas, das nach einem Bombenangriff auf Hannover als einziges Stück von einem der Märzbauten Schwitters übrig geblieben ist. Ich zitiere: Das Glas ist doppelt geblasen, hat eine Außen- und eine Innenwand. Eine Figur ist in Wasser zwischen den Wänden eingeschlossen, sodass sie darin auf- und absteigt, je nachdem, wie man das Gefäß hält. Es ist einer Schneekugel nachempfunden, nur als Trinkglas. Kurt hat es vom Trödel gebracht und in eine der Märznischen verbaut. Es scheint gedrückt, nicht gebrochen. Die Figur, ein Mann, steht aufrecht zwischen den Wänden und lacht. Stieg er in die Höhe, zeigte er ein Gesicht, kehrte er sich um und stieg hinab, verwandelte der Kopf sich in einen Totenschädel. Nun grinst der Mann, auch wenn es abwärts geht. Der Totenschädel ist verschwunden. Hat er das Glas verlassen? Treibt er draußen herum? Ich vermute, dass dies eine Schlüsselstelle ist, an der anhand des Symbols jenes Gefäßes die Poetik des Romans beschrieben wird. Es ist eine Poetik der Ambivalenzen und Differenzen, aber auch der Befreiung aus dem Binären in das Plurale, in die Mehrdeutigkeit, in die Offenheit. Das alles sind aber nur Teilaspekte dieses Romans. Ein anderer Aspekt ist das mit einem weiteren neuen Begriff Nature Writing, das Ulrike Dresner in ihm mit ingeniösen Mitteln betreibt. Ich will dies am Beispiel eines einzigen Wortes verdeutlichen. Das Wort Nacktschnecken-Silberschleimgrau. Die differenzierteste und dabei dennoch anschaulich bleibende Beschreibung einer Farbe, die ich kenne. Bis dahin galt immer das Dunkelhell-Lila aus Gottfried Benns Gedicht Morg als Gipfel literarischer Farbenbeschreibung. Doch das gehört jetzt der Vergangenheit an. Wieder ein anderer Aspekt ist das, was man analog vielleicht das City-Writing nennen könnte. Ich meine damit die wiederum äußerst differenzierte Darstellung der Städte Hannover und vor allem London.
In diese Darstellung ist viel Wissen eingegangen. Und dabei handelt es sich aber nicht um ein bloß angelesenes, sondern zumal im Fall Londons um ein erlaufenes Wissen, und zwar Eigenfüßig. Ulrike Dresner hat sich diese Stadt für ihre Arbeit, für die Arbeit an ihrem 2016 im Inselverlag erschienenen Städteführer London, nämlich in einem ganz buchstäblichen Sinn, erlaufen. Daraus ist der originellste und schönste mir bekannte Städteführer hervorgegangen und jetzt eben auch die London-Passagen ihres neuen Romans. Vor allem aber ist Schwitters auch ein Roman über einen der großen brennenden Themenkomplexe unserer Gegenwart, Flucht und Exil. Auch dieser Komplex wird nicht binär behandelt, sondern entschieden plural. Besonders deutlich wird dies im Aspekt der Sprache, denn Ulrike Dresner erzählt davon, wie Schwitters die Begegnung mit dem ihm zunächst fremden Englisch nicht nur als ein Problem wahrnimmt, sondern auch das darin enthaltene kreative Potenzial erkennt. Eine der zentralen Passagen des Romans bietet in diesem Zusammenhang eine Neubestimmung des Begriffs Exil, die zweifellos programmatisch zu verstehen ist. Sie lautet: Exil, tausch dich aus, deinen Kopf, dein Herz, verdreh die Zunge, preis dein Glück. Das Entscheidende ist, dass dieses Verdrehen der Zunge auch auf die Sprache des Romans übergreift, in der mit größter Virtuosität die Zwischenräume zwischen dem Deutschen und dem Englischen aufgesucht und die Sprachen lustvoll vermischt werden. Auch hier wird also ein dritter Weg jenseits des Binären eingeschlagen. In diesem Zusammenhang möchte ich noch auf die Bestimmung des Begriffs Herkunft aufmerksam machen, die der Roman enthält. Man kann auch sie nicht anders als plural und antibinär nennen. Zitat: Weil Herkunft meint, wie man darüber spricht, wer man wird, indem man erfindet, wer man war, um zu werden, was man nicht sein muss, sondern sein kann. Und darauf folgt noch: Das ist kein Gedicht, das ist eine Erkenntnis. Gestatten Sie mir zuletzt den Hinweis, dass Schwitters der zweite Teil einer Trilogie zu dem Komplex Flucht und Exil ist, deren ersten Teil, den grandiosen Roman Sieben Sprünge vom Rand der Welt von 2014, der von der Flucht aus Schlesien und ihren Folgen erzählt, Sie sicherlich alle kennen. Der dritte Teil ist gerade im Entstehen. Auch er gehört also zu dem Produktivitätsrausch des Dresdner Jahres 2020. Seinen Titel kann ich Ihnen schon verraten. Er hat es in sich. Er lautet: Mütter sind die Besten. Doch das wäre nicht der Titel eines Romans von Ulrike Dresdner, sondern Horribile Dictu von Eva Herrmann, wenn darüber nicht noch stünde, nach links versetzt, die Lügen unserer. Leider gibt es die schöne Tradition nicht mehr, Bücher zu subskribieren. Gäbe es sie noch, ich würde mich beeilen, um als einer der Ersten auf der Subskribentenliste dieses Romans zu stehen. Als drittes und letztes Beispiel für die enorme Produktivität Ulrike Dresdner in diesem Jahr möchte ich ein Gedicht anführen, das erst vor kurzem entstanden und das noch nicht veröffentlicht ist. In ihm schlägt sie noch einmal einen ganz neuen Weg ein, oder aber, man wird das wohl erst rückblickend erkennen können, sie geht einen vielleicht bereits mit dem 2018 erschienenen Buch »Eine Frau wird älter« eingeschlagenen Weg noch radikaler, noch ungeschützter weiter. Sag's mit deinem ganzen weiblichen Mund und dem Untertitel »Selbstporträt mit Biene« heißt dieses Gedicht. Und niemand, der sich mit Gegenwartsliteratur beschäftigt, wird die darin enthaltene Anspielung auf ein bekanntes Gedicht Jan Wagners überlesen können, »Selbstporträt mit Bienenschwarm«, ein Programmtext Wagners. In ihm wird dargestellt, wie das männliche Dichter-Ich von einem wimmelnden Bienenschwarm, der für die literarische Tradition steht, zunehmend verdeckt wird, bis es schließlich vollständig dahinter verschwindet, wie ein Ritter in der Rüstung, unsichtbar und unverwundbar. Das Gegenteil ist in Ulrike Dresdners Gedicht der Fall. Hier verbirgt sich niemand. Hier entblößt sich jemand, genauer ein
weibliches Dichterinnen-Ich, mit dem aber viele andere weibliche Stimmen aus verschiedenen Jahrhunderten mitzusprechen scheinen, das all die Zuschreibungen zurückweist und die eigene Vergänglichkeit und Verletzlichkeit rücksichtslos offenlegt. Ich zitiere das Ende. Jahrhundertelang sperre ich meinen Mund aus, ich meine auf, sperre ihn auf und sage, ich liebe dich, bring mich nicht um. Ich versuche es, es muss doch möglich sein. Ist es? Ist es? Wenn du durstig an meine Tür kommst, fülle ich dir ein Glas. Wir werden sehen, wer Zähne verloren hat oder sich leisten kann, auf sie zu verzichten, wer ohne Zähne zu zeigen, zu lächeln versteht. Das sind Töne, wie ich sie aus der deutschsprachigen Lyrik ansonsten nicht kenne. Sie erinnern mich eher an die Confessional Poetry Sylvia Plaths oder in der Gegenwart an die Dark Noise Poetry von Dennis Smith, einem queeren US-amerikanischen Dichter. Doch das sind nur Assoziationen, die umso deutlicher zeigen, dass man es hier mit einem neuartigen, vollkommen eigenständigen poetischen Idiom zu tun hat. Wer weiß, vielleicht nimmt hier ein neues Kapitel in der Geschichte der deutschsprachigen Lyrik seinen Anfang. Meine Damen und Herren, das waren ein Zeitungsartikel, ein Roman und ein Gedicht, die alle in diesem Jahr erschienen oder fertig geworden sind. Es ist atemberaubend. Und dabei habe ich noch so vieles außen vor gelassen, was ich eigentlich dringend hätte erwähnen müssen. Die Essays Ulrike Dresners, ihre Erzählungen, ihre Übersetzungen, darunter die Gedichte der diesjährigen Nobelpreisträgerin Louise Glück, die bisher nur Ulrike Dresner ins Deutsche übertragen hat, die intermedialen Projekte und vieles weitere mehr. Doch ich habe meine Redezeit ohnehin schon überschritten und komme deshalb zum Ende. Meine sehr geehrten Damen und Herren, oft wird es mühsam, wenn Laudatoren bei einer Preisverleihung versuchen, auf Teufel komm raus eine Verbindung herzustellen zwischen den zu Lobenden und denjenigen, in deren Namen sie geehrt werden. Manchmal gibt es diese Verbindung einfach nicht. Doch in diesem Fall ist das anders. Und das liegt daran, dass die Namensgeberin dieses Preises, Ida Debel, sehr viel von Lyrik verstanden hat. Anders wäre es auch gar nicht zu verstehen, dass sie es auf sich genommen hat, mit dem, um es vorsichtig zu formulieren, nicht ganz unselbstbezogenen Stefan George zu korrespondieren. Doch sie hat es getan, weil sie erkannt hatte, dass dieser Dichter gerade dabei war, der deutschen Lyrik eine neue Sprache hinzuzufügen, die hierzulande noch fast niemand verstand. Ida Demel, damals noch Ida Koblenz, aber verstand sie sofort. Und wenn sie ein Detail doch nicht auf Anhieb einordnen konnte, was sie auszusprechen sich übrigens nicht scheute, dann lag das weniger an ihr als an George, der gut beraten gewesen wäre, ihre Rückfragen an seine Gedichte ernst zu nehmen. In jedem Fall verwendet sie zur Charakterisierung eines seiner Gedichte einmal ein Wort, das ich hier aufgreifen möchte. Über eines seiner Gedichte schreibt sie, es sei wunderbar, Zitat, wieder ein Melodienmeer. Melodienmeer. Ist das nicht ein herrliches Wort? Und mit seiner Alliteration, seinem prägnanten trochäischen Rhythmus und seiner Vokalhäufung selbst ein solches Meer? Ich jedenfalls habe es bereits in meinen passiven wie aktiven Wortschatz übernommen und deshalb kann ich damit jetzt auch ein Gedicht Ulrike Dresners charakterisieren. Es ist die auf einem Mishearing, also einer bewussten Verhörung, beruhende Nachdichtung eines berühmten Songtextes, nicht irgendeines Songtextes, sondern des wahrscheinlich berühmtesten von allen, Yesterday von den Beatles. Dresners Nachdichtung parodiert diesen Text und zugleich das Genre des Liebeskummerlieds generell, wird damit aber auch zu einem selbstironischen Kommentar zu ihren eigenen Gedichten, in denen dieses Thema behandelt wird, und das sind nicht wenige. Ich will wenigstens den Beginn dieses Textes hier zitieren, auch wenn das bedeutet, dass ich jetzt singen muss. Ja, der Tag, meinen Trubel schien er wegzufahren,
Scheint, als wird die Sauerei verharren, o eiliger Brief im Jahr der Tag. Satt und Licht, halb der Mann mit Husten übe ich, sehr hängt Schaden so sich über mich, o ja, der Tag kam satt und Licht. Auch wenn diese Darbietung gewiss unzureichend war, was, so frage ich Sie, meine Damen und Herren, was war das, wenn es kein Melodien mehr im Geschmack der jungen Ida Koblenz war? In diesem Sinne gratuliere ich dir, liebe Ulrike, aus ganzem Herzen zu diesem hochverdienten Preis und ich gratuliere der GEDOG zu dieser fabelhaften, zu dieser außerordentlichen Preisträgerin. Klatsch jetzt mal allein, das ist das einsame Zoom-Klatschen. Das ist noch nicht ganz so Zen-mäßig, so klatschen mit einer Hand, aber fast. Frieda, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war so, das war überwältigend und dass du noch am Ende gesungen hast, wie schön. Es war so kundig und wenn wir jetzt sozusagen in einem realen Raum wären und auf die Bühne ich käme und du gingest von ihr, dann würde ich dir die Hand schütteln und du würdest spüren, wie sehr ich mich gesehen und erkannt fühle. Und das würde ich dir dann auch im Vorbeigehen zuraunen, dass das sehr, sehr berührend und sehr, sehr schön war für mich, dir jetzt so zu hören. Ich danke dir von Herzen für deine Art und Weise, mein Werk zu lesen und Brücken zu schlagen hinaus in die Welt und in den Umkreis der Stimmen, der Literatur, die für mich ja immer wichtig waren in meinem Schreiben und aus dem es auch herauskommt. Ich möchte die Gelegenheit aber auch nutzen, jetzt zu Ihnen allen noch ein paar Worte zu sagen, weil ich mich einfach sehr, sehr gefreut habe und immer noch freue natürlich über den GEDOG-Preis 2020. Liebe Künstlerinnen der GEDOG, liebe Frieda, liebes und verehrtes Publikum, es ist mir eine besondere Ehre, mit dem Ida-Demel-Preis des Jahres 2020 ausgezeichnet zu werden. Die Nachricht erreichte mich in besonderer Zeit, im April, mitten im ersten Shutdown. Ungläubig starrte ich auf den Brief. Er war 2 Wochen unterwegs gewesen, halb aufgerissen. Ich hatte mich um nichts beworben. Und ein Brief? Kein Anruf? Keine Mail? Allmählich erst glaubte ich, dass es sich nicht um einen Scherz handelte. Die Freude verwandelte den Tag und die Wochen, die ihm folgten. Die Pandemie begleitete dann unsere Planungen für die Preisverleihung. Orte fanden sich, Daten fanden sich, wurden verschoben. Wir diskutierten Formate. Du, Frieda, setztest dich im Sommer noch einmal an mein Werk, das dir vertraut ist, und begannst eine Reise, deren Ergebnisse du in wundervolle Worte gefasst hast und uns eben vortrugst. Die Prosa und die Lyrik, und das schien auch auf in deiner Rede, sind gleichgewichtige Teile meines Werkes, und du wirst ihnen beiden gerecht. Allmählich, glaube ich, muss ich nun doch wirklich ein Gedicht über das Ammonshorn schreiben. Warte nur, das musst du dann auch vorsingen. So kommen wir hier im digitalen Raum zusammen, und das Wort Reise soll unser Stichwort sein. Ich freue mich über diesen Preis, auch so vorzüglich und mit geradezu kurz schwitterschem Augenfunkeln, weil er mir von einem Netzwerk verliehen wird. Wie schön ist das? Wie gut gedacht? Schon vor bald 100 Jahren, als die GEDOG gegründet wurde, wie klug auch ist damit erkannt, was Not tut. Die Werke wollen geschrieben, komponiert, gemalt, gefilmt etc. sein und dann müssen sie hinaus in die Welt. Sie brauchen Raum, ein Umfeld. Sie brauchen Sie, wie Sie hier zuhören und zusehen. Lebendige Menschen, die das künstlerische Werk bei sich aufnehmen und in Verbindung bringen mit ihrem je eigenen Leben. Verbindung ist, was nun auch hier geschieht. Sie ist notwendig. Und sie geschieht nicht mit einem trotzigen Trotz, sondern mit einem frohen. Die GEDOG schafft Außenwelt und Sichtbarkeit für ein Werk.
Und sie tut dies in Zeiten wie unserer erst recht. Dafür bedanke ich mich von Herzen und nehme Sie meinerseits im Folgenden hier auf der Website mit auf eine kleine intermediale Reise in Bild und Ton. Sie führt in Hintergründe des Schreibens und der Recherche, in die Frage danach, wie das Neue in die Welt und in die Kunst kommt. Und sie führt ein Stück in den Roman Schwitters hinein, der vor ein paar Wochen erschienen ist und aus dem ich in dem letzten kurzen Film, den Sie hier auf der Website sehen können, er heißt Alle lieben Wonti, auch ein Stück aus diesem Roman vorlese. Ich danke Ihnen. Ich wünsche viel Freude, gute Unterhaltung und beste Gesundheit.